Seit letzter Woche habe ich 1 Hektar Land verloren. Das müssen irgendwelche Insekten sein. Aber es gibt keinerlei Hinweise auf einen Befall. Was für Hinweise verlangen Sie denn von mir? Etwa ein schriftliches Geständnis? Die einzige Veränderung, die wir in den Bodenproben gefunden haben, ist ein drastischer Abfall der Aminosäurenkonzentration. Ich habe ja Verständnis für Ihren Ärger. Nein, scheinbar nicht. Wenn nicht bald jemand etwas unternimmt, dann verlieren wir alle unsere Höfe. Na? Ja, auf, dass sich das Seil nicht verheddert. Noch ein einziger Befehl und bei Ihnen verheddert sich was? Das Hydrophon ist eine höchst empfindliche Gerätschaft. Wenn sie nicht korrekt bedient wird, dann könnten die Schallwellenaufzeichnungen beträchtlich verzerrt werden. Ja. Craven? Randy, noch ein Spruch Kieferbruch. Ich kann schweigen. Sehen die Wellen aus? Irgendeine Art von Verzerrung? Oh nein! Nick! Wenn er mich auch nur ein einziges Mal Süße nennt, dann rappelt's im Karton! Ich freue mich. Ray, ich wünschte, ich könnte das erwidern. Hey, ich bin doch Ihr Anwalt. Ich stehe ganz auf Ihrer Seite. Glauben Sie mir? Ja, na klar. Es besteht absolut kein Grund zur Sorge. Nur ein kleiner Prozess. Die Stadt Miami verklagt uns auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz. Ich glaube, es hackt. Naja, es wird behauptet, sie hätten 4 große Luxushotels und 3 Kilometer Strandpromenade zerstört. Ja, während wir 20.000 Touristen vor einem Vampir gerettet haben, der so groß war wie Orlando. Lächerlich, man kann uns doch nicht für die von Godzilla verursachten Schäden zur Verantwortung ziehen. Das stimmt, Süße, aber aus der Anklage geht hervor, dass die meisten Schäden auf das Konto des Heat-Teams gehen. Na schön. Wenn wieder mal irgend so ein Mutant Lust auf ein Nobelhotel hat, dann kommen Sie aber bitte nicht zu uns angekrochen. In 2 Tagen findet eine Vorverhandlung statt. Ich glaube, ich kann die Klage abweisen, aber Nick, ich brauche Sie dazu als Zeuge. Damit werden die nie durchkommen. Wartet nur, bis ich in den Zeugenstand trete. Ich gebe Ihnen eine Kostprobe von meinem Verstand. Von was für einem Verstand redest du? Hey Leute, wir fahren nicht alle nach Miami. Irgendjemand muss hierbleiben und die Stellung halten. Also, Chefchen, wer fährt denn außer Ihnen und mir noch? Randy! Was? Du hast schon wieder meinen DVD-Player laufen lassen. Jetzt sind die Batterien leer. Oh, Entschuldigung. Wie oft soll ich dich noch bitten, dass du ihn abschaltest, wenn du ihn benutzt hast? Das ist schon das 4. Mal in diesem Monat. Das sind doch nur ein paar olle Batterien, nicht der Rede wert. Doch, das ist es. Du gehst total gleichgültig mit fremden Sachen um. Das ist nicht wahr. Ich denke auch an andere, nur nicht an sie. Jetzt reicht's. Elsie, pack unser Zeug zusammen. Nur sie wird mich begleiten. Oh nee, nicht das! Jetzt? Monique, bitte behalte unsere Streithähne hier genau im Auge. Ich bin kein Babysitter, ich werde packen.
Falls irgendwas passiert, gebt ihr uns sofort Bescheid. Verstanden? Klar. Mutationsservice, guten Morgen. Von wo aus rufen Sie an? Aha, gut, wir kommen so schnell wie möglich. Dein Gesichtsausdruck bedeutet nichts Gutes. Oh, das kann man wohl sagen. Es handelt sich um Mutanten in Michigan. Wir rufen Nick an. Falsch geraten. Randy! Kommen Sie schon, Craven. Wir haben hier jetzt das Kommando. Dann sollten wir auch selbstständig entscheiden können. Außerdem hat der Typ am Telefon gesagt, das sei irgend so eine riesige Bohnenstange. Wir brauchen also nur hinzudüsen und sie etwas zu stutzen. Ach, das ist ja wirklich nicht schwer. Ach, ein Kinderspiel für zwei so beherzte Männer wie wir. Naja, der eine ist etwas beherzter als der andere. Oh, da hat aber jemand ganz schön gewütet. Sieht aus wie eine Pilzart. Angriff der Killer-Champignons? Was ist das? Circa 500 Meter nördlich. Auf geht's, Doktorchen. Jetzt sind Helden gefragt. Die Kreatur landete auf dem Dach des Hotels. Wir bekämpften sie mit Laserwaffen, aber es gab niemals... Dr. Tertopoulos, Laserfeuer aus Ihrem Waffenarsenal traf das Hotel und noch weitere Gebäude in der Nähe, wobei sehr schwere Schäden entstanden sind. Korrekt. Einspruch! Mein Mandant reagiert auf einen dringenden Hilferuf. Das ist alles. Die Menschen haben um Hilfe gebeten und nicht um den Dritten Weltkrieg. Euer Ehren, Tatsache ist, wenn meine Mandanten nicht gehandelt hätten, dann wäre Miami Beach jetzt eine Sandbank. Die entstandenen Schäden waren unvermeidbar. Und das ist nichts im Vergleich zu den Menschenleben, die wir sonst beklagt hätten. Randy, was machen wir eigentlich, wenn wir das Ding gefunden haben? Ich hab da einen Plan. Den hast du nicht, wenn... Hab ich doch. Ach, nö. Okay, Doktor, wenn Sie so schlau sind, wie sieht Ihr Plan aus? Ich hab keinen. Ha! Aber zumindest bin ich ehrlich. Schließlich war es dein genialer Einfall, hierher zu fahren. Ich bin davon ausgegangen, dass du alles durchdacht hast. Man soll nie etwas voraussetzen. Oh, nein! Oh!